muss die Tür öffnen. Anna! Anna! Battleship Bay. Ich soll dem Mädchen alles sagen, was es hören will, solange sie nur mitkommt. Okay. Aber ich raff das gerade nicht. Wieso ist denn da Wasser? Wir sind doch im Himmel. Oder etwa nicht? Schöne Augen hat sie ja, muss man ja sagen. Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Geh nur, ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Wie lange lag ich hier? Wo ist sie? Wo ist sie denn? Wie lange habe ich hier gelegen? Wo bin ich hier? Im Himmel, am Sandstrand. Kleine Kinder spielen, Sandburgen bauen. Meine Lebensanzeige ist vollkommen im Arsch. Aber wir finden ja hier was zu knabbern. Chips. Erdnüsse. Was gibt es noch? Da ist ein Picknickkorb. Salz und Soda. Hier haben wir einen Riesenkorb mit Munition für Pistole. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Blauer Rock? Nein? Nein. Aber ich bin Solo, falls du eine Begleitung suchst. Du siehst mal ein bisschen jung aus. So, haben wir hier noch irgendwas? Kann ich ein Paddel mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Man wird mich einen Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkäuen. So, hier haben wir alles, aber hier sind noch zwei Fässer. Die durchsuchen wir noch. Da ist aber nichts drin. Okay. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Da war jetzt nicht so viel zu sehen.
verschwinde. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Ja, wollen wir den nicht alle? Guck mal, da hatte ich Geld. Wenn du so schlau bist wie ich, dann kannst du das Geld einfach nehmen. So, hier ist nichts weiter. Doch, da ist noch ein Fass. Da ist die Musik, da wird sie wohl auch da sein. Hier wird Wasser produziert. Geil ist das denn bitte. Eine Sandburg. Da hüpfe ich drauf rum. Geht nicht kaputt. So, was haben wir denn hier? Die Zeiten ändern sich. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Alter, seid ihr wem sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Das gehört verboten. Ist es, glaube ich. Was ist hier los? Wird hier geknutscht oder was? Hä? Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Ach ja? Was ist das denn für einer? Hallo, da liegt doch Salz. Komme ich nicht ran. Oh, das Fass nochmal. Die Gesundheit kriegen wir echt noch voll. Hm, na Mädels? Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keine eine hübsche Badehose kauft. Und was? Ihr könnt froh sein, dass ich meine Schrottflinte gerade nicht zur Hand habe. Weißt du, ich kenne da einen, der kann das, sagen wir mal, regeln. Wilma! Tja, entweder das oder deine Familie. Rechts! Links! Rechts! Links! Und jetzt Sprung! 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 Geil! Diese Idioten! So! Was für ein Leben! Ey, Kleine. Kleine. Könntest du... Ey, Kleine. Kleine. Hallo. Elizabeth. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja, wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Gut überredet. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Drei. Mr. DeWitt. Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Mhm. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Ja, auch was nicht. Gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Können wir. Lass mich doch nochmal kurz hier... Was scheint so, als wenn alles eingesammelt ist. So... Dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Nee? Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Mir geht's eigentlich recht gut.
gucke. Mir geht's sozusagen perfekt. Das könnte nicht besser laufen. So, aber mal gucken. Das Luftschiff müsste ja irgendwo hier oben anhalten, oder nicht? Wir sind echt wohlhabend, was? Natürlich sind wir wohlhabend. Hier liegt das Geld ja sozusagen auf der Straße. Mr. DeWitt, hier! Vogel? Oder den Käfig? Oder vielleicht den Vogel? Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie... Schon gut. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser, der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Ich sag den linken. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Mein Tipp war der Vogel. Wenn du ein schlechter Verlierer bist, mache ich das nicht mehr. Er verliert irgendwie andauernd. Mein Gott. Sehen Sie. Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los. Er sagt uns, was ihm weiß scheint. Es ist schon alles in Ordnung. Sie hinter mir? Ja, ist auch gut. Dann lass uns. Wo war Songbird, als es passiert ist? Was mich interessiert ist, wieso ist nie ein Handyman da, wenn man ihn braucht? Was? Ein Handyman? Sind die gut außer dazu, Leute zu erschrecken mit ihrem bizarren Handy. Ich sehe da was glitzern, das könnte doch Geld sein. Nee, und Zuckerwatte. So. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Arme nach oben. Finger spreizen. Beine spreizen. Stillstehen. Halten Sie still. Ich glaube, die suchen uns. Da komme ich nicht durch. Ich weiß schon was. Kommen Sie. Ich verstehe nicht, warum Sie uns alle aufhalten, nur um diesen einen Mann zu finden. Hast du das mit der Statue gehört? Mein Gott, was ist los? Hey, die sollen Finkchen einfach ausräuchern und fertig. Das ist verdächtig, wenn du mich fragst. Was passiert da? Ja, ja, ja. Ruhe da unten, Pete. Geh heim und schlaf deinen Rausch aus. Genau, geh heim und schlaf deinen Rausch aus. Ach, das Ding ist versperrt. Sag mir jetzt nicht, du kannst geschlossene Türen öffnen. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Kannst du auch Geld herbeizaubern? Ich brauche nur ungefähr 1000 Dollar, damit ich mir die Cremefalle leisten kann. Ja, 600 Dollar noch. Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst... Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Hauptsache, sie wirft mir Geld zu, Alter. Wie geil ist das denn? Die Kleine gefällt mir. Ohne Flachs. So,
Genau, da ist ein extra sehr billiger Fusel. Was ist in der Kiste? Monetos. Was ist da drin? Verhält sich Ihre Haushälterin verdächtig? Stellen Sie ein paar Fangfragen, wie etwa: Finden Sie nicht, die Vox Populi hat ganz recht mit Ihren Beschuldigungen gegen den Propheten? Und bestimmt waren Freunde von Ihnen bei Ihrem Treffen. Würde mich auch mal sehr interessieren. Und nun wieder Musik. Gut, Sturm. Beim Töten mit Teufelskuss, Schockjockey oder bockender Bronco springen die Effekte auf nahe Feinde über. Aktuell haben wir 70%ige Chance, dass Nahkampfziel in Brand gesetzt wird. Teufelskuss, Schockjockey oder bockener Bronco. Wir benutzen aber die Fledermäuse. Das heißt, wir nehmen das nur mit und benutzen es nicht. Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Es war wie im Paradies. Dann, als sich die Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah man ein Meer von Weißen, die einen kalt anstarrten. Wer hat schon Zeit für all den Papierkram? Und wie hat das Spiel was gegen Schwarze? Hey, hey Mister, wir wollen Ihnen helfen. Ja, das könnt ihr auch gleich tun. Ich möchte noch mal kurz hier die Toiletten durchsuchen. Ja, genau. Wieso liegt hier Blut? Da fehlt ab und zu eine Toilette. Hier ist nichts weiter. Wie sieht's auf dem Klo? Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Ja, ich bin sofort weg. Bin sofort weg. Kennen wir uns? Da bei der Verlosung vorhin. Hosenmeisterschütze erhöht den Schaden bei kritischen Treffen um 50%. Was haben wir jetzt für Hosen? Die Reichweite von Nahkampfangriff wird um 3-mal erhöht. Das lassen wir auch erstmal so. Ohne sie werden wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie sie kommt. Die rennt auch überall hin. Naja, ich würde mir auch alles angucken. Pumptheater. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Ein Schlaukopf reinigt jeden Sonntag ungefragt das Gewehr seines Vaters. Ein Schwachkopf schießt jeden Tag Mäuse damit und stellt das Gewehr schmutzig zurück. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Aha. Sir, wissen Sie zufällig, wie spät es ist? Bist du ein Schlaukopf? Flawless Flintlock. Die neueste Ausgabe der Serie. Das Erscheinen wurde 3-mal verschoben. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Ein Schlaukopf? Ja, wir quatschen alle dasselbe. So, da kommen wir nicht raus. Hä, was denn? Bitte sehr, junge Dame. Zuckerwatte! Holt euch Zuckerwatte! Hier, für die Kasse. Wir trennen uns von der sogenannten Union. Das kennen wir doch schon.